Die geheimnisvolle Insel. Die Schiffbrüchigen des Luftmeers. Kapitel 1. Steigen wir wieder? Nein. Im Gegenteil. Wir gehen herab. Noch schlimmer, Herr Cyrus, wir fallen. Herrgott, so werfen Sie Ballast aus. Da ist der letzte schon entleerte Sack. Erhebt sich der Ballon? Nein. Ich höre etwas wie Wellengeplätscher. Unter der Gondel ist das Meer. Und höchstens 500 Fuß unter uns. Alles, was ein Gewicht hat, hinaus damit. Alles, und dann sei Gott uns gnädig. Dieser Zuruf verhallte am 23. März 1865 gegen 4 Uhr nachmittags über der Wasserwüste des Pazifiks in den Lüften. Gewiss hat noch niemand den verheerenden Nordoststurm vergessen, der zur Zeit der Frühlingsäquinoktien jenes Jahres ausbrach, und welchen ein Sinken des Barometers bis auf 710 mm begleitete. Unausgesetzt wütete jener vom 18. bis zum 24. März. In Europa, Asien und Amerika richtete er in einem 1800 Meilen breiten, den Äquator schief durchschneidenden Striche von 35 Grad nördlicher bis zu 40 Grad südlicher Breite ungeheure Verwüstungen an. Zerstörte Städte, aus dem Boden gerissene Wälder, durch darüber gestürzte Wogenberge verheerte Ufer, gescheiterte Schiffe, welche das Büro Veritas nach Hunderten zählte, ganze, durch Wasserhosen nivellierte Landstrecken, Tausende von Menschen, die auf dem Lande umkamen oder vom Meere verschlungen wurden, das waren die traurigen Spuren, welche dieser wütende Orkan auf seinem Wege hinterließ. An Zahl der Unfälle übertraf er noch jene, die über Habana und Guadeloupe, der eine am 25. Oktober 1810, der andere am 26. Juli 1825 hereinbrachen.
Während dieser vielfachen Katastrophen auf dem Lande und dem Meere spielte sich auch in den wildbewegten Lüften ein ergreifendes Drama ab. Von dem Gipfel einer Trombe gleich einer Kugel auf dem Fontänenstrahle getragen und von der wurmförmigen Bewegung der Luftmassen erfasst, flog ein Ballon in fortwährender Drehung um sich selbst mit der rasenden Schnelligkeit von 90 Meilen in der Stunde durch den unendlichen Raum dahin. Unter demselben schaukelte eine Gondel mit 5 Insassen, die inmitten der dichten mit Wasserstaub vermengten Dünste, welche über den Ocean dahinjagten, kaum sichtbar war. Woher kam dieses Luftschiff, dieser Spielball des entsetzlichen Sturmes? An welchem Punkte der Erde war es aufgestiegen? Während des Orkans selbst konnte es doch nicht wohl abgegangen sein. Denn jener währte schon 5 Tage lang an und gingen seine ersten Anfänge bis auf den 18. Gewiss musste der Ballon von sehr weit her kommen, da er binnen 24 Stunden mindestens 2000 Meilen zurücklegte. Jedenfalls stand den Passagieren kein Hilfsmittel zu Gebote, den seit ihrer Abreise zurückgelegten Weg abzuschätzen, da ihnen jedes Merkzeichen dafür abging. Ja, sie befanden sich sogar in der sonderbaren Lage, von dem Sturm, der sie entführte, nicht das geringste gewahr zu werden. Sie flogen eben weiter, drehten sich um sich selbst und bemerkten weder etwas von der Drehung, noch von ihrer horizontalen Fortbewegung. Da ihr Blick die dichten Nebelmassen, die sich unter der Gondel zusammenballten, nicht zu durchdringen vermochte. Um sie herum war dunkler Dampf. Die Dunkelheit der umgebenden Wolken war eine so große, dass sie nicht einmal Tag und Nacht unterscheiden ließ. Solange sie in hohen Luftschichten dahin schwebten, traf sie kein Lichtstrahl, drang kein Geräusch von der bewohnten Erde, kein Rauschen des empörten Meeres bis zu ihnen hinaus. Nur ihr schneller Fall sollte sie über die Gefahren belehren, die ihnen über den Wassern drohten.
Von allen schwerwiegenden Gegenständen, wie Waffen, Munition, Lebensmitteln etc. entlastet, stieg der Ballon 4500 Fuß in die höheren Luftschichten auf. Nachdem sie das Meer unter ihrer Gondel gesehen, hielten sich die Passagiere in der Höhe für weit weniger gefährdet als in der Tiefe, zauderten keinen Augenblick, auch die sonst nützlichsten und notwendigsten Gegenstände über Bord zu werfen und achteten nur darauf, kein Atom von der Seele ihres Fahrzeugs, dem Gase, zu verlieren, das sie über dem Abgrund schwebend erhielt. Voll Unruhe und Angst verstrich die Nacht, welche für minder energische Geister tödlich gewesen wäre. Dann kam der Tag wieder und gleichzeitig schien die Wut des Sturmes nachzulassen. Mit der Morgenröte des 24. März hoben sich die durchsichtiger gewordenen Wolkenmassen. Im Morgengrauen waren einige der helleren Wolken in die luftigeren Regionen der Luft gestiegen. Nach wenigen Stunden zerriss die Trombe. Der Wind verwandelte sich aus einem Orkan in eine steife Brise, das heißt, seine Schnelligkeit verminderte sich etwa um die Hälfte. Noch hätte man ihn zwar mit dem Seemannsausdrücke einer Drei-Rev-Brise bezeichnen können, immerhin ließ der Kampf der Elemente aber recht fühlbar nach. Gegen 11 Uhr hatten sich die unteren Luftschichten vollkommen aufgehellt. Die Atmosphäre zeigte jene nach stärkeren meteorischen Erscheinungen gewöhnliche Sicht und fühlbare feuchte Durchsichtigkeit. Der Orkan schien nicht weiter nach Westen gereicht zu haben. Sondern in sich selbst zugrunde gegangen zu sein. Wahrscheinlich endete er nach dem Zusammenfall des Tornado in elektrischen Entladungen, wie es auch von den Taifunen des Indischen Meeres bekannt ist. Zu derselben Zeit ward man aber aufs Neue gewahr, dass der Ballon langsam zu den unteren Luftschichten herabsank. Es schien sogar, als falle er zusammen und zöge sich seine Hülle in die Länge, mit Übergang aus der Form der Kugel in die eines Eis. Gegen Mittag schwebte das Luftschiff kaum noch 2000 Fuß über dem Meere.
Jenes fasste 50,000 Kubikfuß und konnte sich, dank seiner Kapazität, sowohl lange Zeit in der Luft halten, als auch sehr bedeutende Höhen erreichen. Die Passagiere warfen nun die letzten Gegenstände aus, welche die Gondel beschwerten, einige bis hierher aufbewahrte Nahrungsmittel, alles, bis auf die Kleinigkeiten, die man in den Taschen zu tragen pflegt. Einer von ihnen war in den Ring geklettert, an den die Fäden des Netzes geknüpft sind, und suchte dieses Anhängsel des Luftschiffes möglichst verlässlich zu befestigen. Augenscheinlich vermochten die Passagiere den Ballon nicht mehr in der Höhe zu erhalten, und fehlte es ihnen an Gas. Sie waren so gut wie verloren. Unter ihnen war weder ein Kontinent noch eine Insel sichtbar. Kein Festland, keine rettende Insel erhob sich aus dem Wasser, kein Landungsplatz, an dem der Anker hätte haften können. Unter ihnen dehnte sich nur das unendliche Meer, dessen Wogen sich mit schrecklichem Ungetüm dahinwälzten. Der Ocean ohne sichtbare Grenzen, nicht einmal für jene Umschauer in der Höhe, deren Blicke einen Umkreis von 40 englischen Meilen nach jeder Seite hin beherrschten. Es war jene vom Orkane ohne Erbarmen gepeitschte Wasserwüste, die ihnen wie eine wilde Jagd entfesselter Wellen erschien, auf deren Rücken weiße Kämme schäumten. Kein Land war in Sicht, kein hilfeversprechendes Fahrzeug. Um jeden Preis musste also dem Niedersinken des Ballons Einhalt getan werden, um dem Untergange in den Wogen zu entgehen. Dieses so dringliche Vorhaben beschäftigte eben die Insassen der Gondel. Trotz aller Bemühungen fiel der Ballon aber mehr und mehr und trieb gleichzeitig mit dem Winde von Nordosten nach Südwesten in rasender Schnelligkeit dahin. Es war eine schreckliche Lage, in der sich die Unglücklichen befanden. Nicht mehr Herren ihres Luftschiffes. Stand ihnen auch kein wirksames Hilfsmittel zu Gebote. Die Hülle des Ballons schwoll mehr und mehr ab. Das Gas entwich durch dieselbe.
Sichtbar beschleunigte sich der Fall, und kaum 600 Fuß trennten die Gondel noch vom Oceane. Das Entweichen der Füllung, die durch einen Riss des Aerostaten ausströmte, war aber nicht zu hindern. Durch Erleichterung der Gondel hatten die Passagiere sich zwar noch etwas länger in der Luft halten können, aber doch nur um einige Stunden. Die unvermeidliche Katastrophe war eben nicht abzuwenden, und im Fall vor Eintritt der Nacht kein rettendes Land auftauchte, mussten Passagiere, Gondel und Ballon ihren Untergang finden. Eine einzige Hilfe gab es noch, und zu dieser griff man in diesem Augenblicke. Offenbar waren die Passagiere des Luftschiffes energische Leute, die dem Tode unerschüttert ins Auge sahen. Kein Laut drängte sich über ihre Lippen. Sie hatten beschlossen, bis zum letzten Atemzuge zu kämpfen und nichts unversucht zu lassen, um ihren Fall aufzuhalten. Die nur aus Korbweidengeflecht bestehende Gondel war untauglich zu schwimmen und hätte auf keine Weise über Wasser gehalten werden können. Um 2 Uhr schwebte das Luftschiff kaum noch 400 Fuß über den Wellen. Da erschallte eine Stimme, die eines Mannes, dessen Herz keine Furcht kannte. Ihr antworteten nicht minder entschlossene Stimmen. Ist alles ausgeworfen? Nein. Noch sind 10,000 Fross in Gold hier. Sofort fiel ein schwerer Sack ins Meer. Steigt der Ballon? Ein wenig, er wird bald genug wieder sinken. Was können wir weiter über Bord werfen? Nichts. Doch, die Gondel selbst. Schnell alle in die Stricke und die Gondel ins Meer. In der Death lag hierin das äußerste Mittel, den Aerostaten zu entlasten. Die Stricke zwischen der Gondel und dem Ring wurden durchschnitten, und noch einmal schoss der Ballon zu einer Höhe von 2000 Fuß empor. Die 5 Passagiere hingen in den Schnüren oberhalb des Ringes und hielten sich an den Netzmaschen über der entsetzlichen Tiefe.
Das so empfindliche Bestreben eines Luftschiffes nach der Gleichgewichtslage ist bekannt. Ebenso wie die Erfahrung, dass man nur den leichtesten Gegenstand auszuwerfen braucht, um eine Bewegung in vertikalem Sinne hervorzurufen. Ein solcher in der Luft schwimmender Apparat stellt gewissermaßen eine mathematisch richtige Waage dar. Es leuchtet also ein, dass seine plötzliche Entlastung von einem beträchtlichen Gewichte ihn weit und schnell emportreiben muss. Derselbe Fall trat eben jetzt ein. Nach einigem Auf- und Abschwanken in den höheren Luftschichten aber begann der Ballon wieder zu fallen, da der Riss, welcher dem Gase den Austritt gestattete, nicht zu schließen war. Die Passagiere hatten getan, was in ihrer Macht stand. Nun gab es kein Mittel weiter, sie zu retten. Sie hofften nur noch auf die Hilfe der Vorsehung. Um 4 Uhr strich der Ballon wiederum nur 400 Fuß über dem Wasser hin. Da erschallte ein lautes Gebell. In Begleitung der Passagiere befand sich auch ein Hund, der neben seinem Herrn in den Maschen des Netzes hing. Top muss etwas gesehen haben, rief einer der Passagiere. Bald darauf ertönte auch eine markige Stimme, Land, Land. Vom Anbruch des Morgens an hatte der Ballon, den der Wind unausgesetzt nach Südwesten trieb, eine gewaltige nach Hunderten von Meilen zu berechnende Entfernung durchmessen, als jetzt in seiner Fluglinie ein ziemlich hoch ansteigendes Land in Sicht kam. Noch befand es sich freilich gegen 30 Meilen unter dem Winde. Einer guten Stunde bedurfte es wohl, dasselbe zu erreichen, vorausgesetzt, dass der Ballon nicht aus der Richtung kam. Eine Stunde. Würde das Luftschiff sich nicht vor Ablauf dieser Zeit vollkommen entleert und seine Tragkraft eingebüßt haben? Das war die schreckliche Frage. Deutlich sahen die Passagiere den Punkt, den es um jeden Preis zu erreichen galt.
ob jener zu einer Insel oder zu einem Kontinente gehörte, sie wussten es nicht, ja, sie kannten kaum die Richtung, in welcher der Orkan sie verschlagen hatte. Ob jenes Stück Erde aber bewohnt war oder nicht, ob es ein gastliches Land oder nicht, sie mussten es zu erreichen suchen. Seit 4 Uhr konnte sich niemand mehr darüber täuschen, dass der Ballon keine Tragkraft mehr hatte. Mehrmals beleckten die Kämme der enormen Wellen das untere Strickwerk, vergrößerten dadurch sein ursprüngliches Gewicht, und nur zur Hälfte hielt sich der Ballon noch aufrecht, wie ein Flügellahmgeschoss einer Vogel. Eine halbe Stunde später winkte das rettende Land in der Entfernung von nur einer Meile, doch jetzt barg der erschöpfte, schlaffe, langgestreckte und tiefe Falten schlagende Ballon bloß noch in seinen obersten Teilen etwas Gas. Auch die in den Schnüren hängenden Passagiere belasteten ihn zu sehr, und bald tauchten diese halb ins Meer und wurden von den wütenden Wellen geschüttelt. Die Hülle des Luftschiffes bildete eine den Wind fangende Tasche und trieb das Ganze wie ein Fahrzeug dahin. Vielleicht erreichte es auf diese Weise die Küste. Nur 2 Kabellängen von dieser entfernt ertönte plötzlich ein gleichzeitiger Aufschrei aus 4 Kehlen. Der Ballon, von dem man ein wiederholtes Erheben nicht vermutete, machte einen unerwarteten Sprung, nachdem ihn ein mächtiger Wasserberg getroffen hatte. So als ob er plötzlich weiter entlastet worden sei, schnellte er bis 1500 Fuß in die Höhe und begegnete dabei einer Art Luftwirbel, der ihn statt nach der Küste nur auf derselben Stelle mehrmals herumdrehte. Nach Ablauf 2 Minuten aber sank er in schräger Linie und fiel endlich außerhalb des Bereichs der Wellen auf den Ufersand nieder. Die Passagiere halfen einer dem anderen aus den Maschen des Netzes. Der von ihrem Gewichte befreite Ballon wurde wieder vom Winde ergriffen und verschwand, wie ein verwundeter Vogel, der noch einmal auflebt, in den Lüften. Fünf Passagiere und einen Hund hatte die Gondel getragen, nur 4 warf der Ballon ans Ufer.
Der fehlende war offenbar durch den anschlagenden Wasserberg mit fortgeführt worden und hatte dem dadurch erleichterten Ballon Gelegenheit gegeben, sich zum letzten Male zu erheben und dann das Land zu erreichen. Kaum setzten die vier Schiffbrüchigen, denn diesen Namen verdienten sie wohl mit allem Rechte, den Fuß aufs Land, als sie bemerkten, dass einer von ihnen fehle, und riefen, wahrscheinlich sucht er sich durch Schwimmen zu retten. Zu Hilfe! Zu Hilfe!